Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Christian. Oder? Und wir sprechen heute über den 2. September. Geburtstagskind des Tages? Keanu Reeves. Keanu Reeves, der Keanu gut. Reeves. Finde ich gut. Matrix. Ja, nicht nur in Matrix, sondern... Ja, weil er macht doch immer so... Genau. Und hier so... Ja. Matrix, ab zum Orakel. Orakel? Ab zum Orakel. Orakel. Genau, immer zum Orakel und ja. Sagen, hier bin ich der Auserwählte. Ja, weiß nicht, frag mal morgen nochmal. Und dann verkloppt er wieder ein paar Leute, er schießt ein paar Leute, Action, geht er hin, sagt, bin ich heute der Auserwählte? Ja, müssen wir mal gucken, musst du selber wissen. Da sagt sie doch, Vorsicht, die Vase, er dreht sich um, was für eine Vase und schmeißt sie um. Ja, genau. Dann sagt sie, ja, hättest du die Vase auch umgeschmissen, wenn ich nichts gesagt hätte? Das ist so. Ja. Ich habe sowieso eine Trinity in diesem engen Lederkombi im Kopf. Die war gut, ne? Die war so. Die hat auch mal so. Ja. Ja. Ja, Keanu Reeves, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Keanu. Aber ganz viele andere, hat auch hier zum Beispiel Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, kennst du das noch? Ja. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, wo sie sagen immer, volle Kanne, Hoshi! Weißt du das noch? So bescheuert. Ja. In der Telefonzelle sind sie durch die Zeit gereist und haben dann irgendwie Abraham Lincoln und Napoleon mitgenommen und was weiß ich wie noch alles. Ja. Speed. Mit Sandra Bullock. Haben sie auch genommen, ja. Haben sie auch genommen. Haben sie auch genommen durch die Zeit. Speed, genau. Speed, genau, ja. Ja, Keanu Reeves, das Geburtstagskind des Tages. Am 2. September 2004 ist etwas in Weimar passiert, was gar nicht so schön war. Gar nicht mal so schön. Ja. Es war gar nicht mal so die schön. Die Anna-Amalia-Bibliothek, was mich nicht erschließt, warum man eine Bibliothek so nennen muss. Mhm. Anna-Amalia-Bibliothek, da bricht ein Feuer aus. Und rund 50.000 wertvolle historische Bücher und Schriften wurden durch das Feuer und durch die Löcharbeiten zerstört. Waren sie wohl nicht ganz so vorsichtig bei den Löcharbeiten. Kennst du die amerikanische Löschweise? Du machst so lang Wasser in das Gebäude, sprühst du rein, bis es unten kalt wieder rauskommt. Dann ist Feuer aus. Warum amerikanische Löschweise? Weil, sag ich mal, hier gilt so der Grundsatz, guck mal, dass du nicht so viel beschädigst, ne? Ach so. Aber da ist halt, wenn das Wasser unten kalt wieder rauskommt, das Feuer aus. Ach so, kalt wieder rauskommt. Kalt wieder rauskommt, das Feuer aus. Ja, ja, ist wichtig. Ja, ja. Ja, das war 2004. 1956 am 2. September gab es in Deutschland den ersten Lotto-Millionär bei 6 aus 49. Du kennst Lotto spielen? Ja, ja, ja. Ich versuche nur gerade mal. Und 1956 gab es den ersten Lotto-Millionär und es war ein hat 1.043.364 Mark und 50 Pfennig gewonnen. Das sind 500.000 Euro. Ja. Aber es sind nach auch Euro wäre er kein Millionär. 700 Millionen Peseten. Also. Es sind auch wahrscheinlich 14 Millionen Schilling. Schilling, ja, Schilling ist ganz wichtig. War das nicht mal 14? Keine Ahnung, ja, kann sein. Ich weiß auch nicht, was Peseten sind, ist ja wurscht, ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben heute über den 2. September ganz viel gelernt. Genau. Ja. Keanu Reeves. Ja. Ja, okay. Und der ganze Käse. Ja. Genau. Morgen sehen wir uns wieder am 3. September. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Gute.